hallo und herzlich willkommen. Wir sind in Flor de Oro. Da gibt es schöne Bäume, aber die Provinz ist das Herz der korrupten Unidad. Wir wollen die Romanze zwischen Unidad und Kartell beenden. Das bedeutet, General Barro muss weg. Der Unidad-Befehlshaber. Wie schwer kommt man an ihn ran? Wir wissen nicht, wo der General ist. Aber unsere Quelle hat von einem Rechenzentrum in der Unidad-Basis Jaguar berichtet. Vielleicht finden wir außer Personaldaten auch etwas über ein paar hässliche Operationen der Unidad. Klingt, als ließe sich da einiges über Barro finden. Ich schicke Ihnen jetzt den Standort der Basis Jaguar. Das Rechenzentrum liegt vermutlich unter der Erde wegen der Kühlung. Wir haben kein Passwort. Sie müssen sich also reinhacken. Ja, schauen wir mal das Video an, auch wenn wir das jetzt nicht machen. General Barro ist ein Patriot. Er leitet die Unidad, die bolivianische Militärpolizei, von seiner Operationsbasis Jaguar in Flor de Oro. Als Santa Blanca in Bolivien ankam, wollten sie Krieg mit der Unidad. Unschuldige Zivilisten landeten im Kreuzfeuer. Die Anzahl der Toten war unglaublich. Barro hatte genug Tote in seinem Leben gesehen und wollte Frieden in seinem Land. Also arrangierte er einen geheimen Deal zwischen El Sueño und der bolivianischen Regierung. Die Unidad stimmte zu, wegzusehen und ließ Santa Blanca ihr Geschäft durchziehen. Im Gegenzug versprach das Kartell, die Morde auf ein Minimum zu reduzieren. Offensichtlich war das Ergebnis durchschnittlich. Die Beziehung zwischen Santa Blanca und Unidad ist angespannt. Jetzt, wo Bolivien ein vollwertiger Narkostaat ist, glaube ich, dass er seine Entscheidung bereut. General Barro ist entweder ihr größter Feind oder ihr bester Verbündeter. Das kann man nur auf eine Art herausfinden. Finde ich gut, dass dass wir den nicht töten müssen. Also, denke ich mal. Ach, okay. Da müssen wir so oder so hin. Ja, super. Ja, super. Gut. Da sind wir ein bisschen vorgeeilt. Ja. Machen wir jetzt mal auf Silence, so wie immer. Auf jeden Fall habe ich trotzdem einen neuen Rekord aufgestellt von 520 Meter. Mal schauen, ob wir das irgendwann mal erhöhen. Ich glaube schon. Warte mal. Genau, das wollte ich nochmal ändern. Ich glaube, ich mache wieder den da. Ja. Die ist viel präziser. Pass auf. Also die verzieht es nicht so krass. Die andere macht zwar mehr Schaden, aber ja, mehr Schaden ist nicht immer besser. Ah genau, Sniper. Sniper ändern. In... Warte mal. Welches war denn jetzt mein Sniper? War das der da? Bin ich mir sicher? Nee. Ich dachte schon. Das war der da. Genau. Weil mit dem kann ich One-Shots bei Türmen machen.
Bei Türmen. Da kommt ein Heli. Bei. Ihr wisst schon. Bei Hubschraubern. So, es ist hier ein bisschen zu still, finde ich. Bisschen zu still. Heli im Anflug. Da ist es. Ich hoffe, du und dein Team seid bereit. Die Basis ist riesig. Bowman zu finden wird nicht einfach. Hier hast du keinen Sender angeheftet, oder? Oh. Ich kleb die nicht an ihn. Keine Sorge. Ihr müsst eure Taschen nicht durchsuchen. Wir müssen hier rumschnüffeln, ohne dass uns einer dieser Hombres entdeckt. Wir dürfen keinen Alarm auslösen und Bowman gefährden. Ich check die nördlichen Außenposten. Ihr übernehmt die Basis. Alles klar. Gib laut, wenn du was findest. Da kommen Unidad-Herrsche vorbei. Hab einen Unidad-Soldaten. Da, auf dem Schießstand. Da ist Unidads Hauptoperationsbasis. Ich sehe Schienen, Wachtürme, Lagerhallen und... Ist das ein Heliport? Wenn Bowmans Info stimmt, ist das Datenzentrum unterirdisch. Suchen wir das Kellergeschoss. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Scharfschütze im Turm. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Scharfschütze im Turm. Ja. Ist da ein Scharfschütze? Hier ist ein Tango. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich glaube, da ist auch nochmal was. Unidad Heli, unten bleiben. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Hubschrauber, auf dem Boden. Das ist jetzt die Frage. Soll ich die am Leben lassen? Und wirklich reinschleichen? Ich sehe 10. Oder soll ich Ramazamba machen? Ich glaube, ich könnte es mir erlauben. Da ist auch niemand. Ich könnte es mir erlauben, niemanden zu töten und da reinzuschleichen. Wobei da unten ist auch ein Zettelchen. Ziel mit Maschinenpistolen. Ich versuch's mal silent. Also das versuche ich ja sowieso immer. Nee, aber ich versuch's mal ohne Tote. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Vor allem mit den Snipern. Also die Sniper hätte ich hier durchaus rauskicken können. Ja. Hey, ein Unidad-Soldat.
nahe des Reifenstapels. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay, ich schleich mal rum. Ich glaube, das kann ich schaffen. Also, es sind ja nur drei. Dam, 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 dam. Sehe einen Unidad-Soldaten drüben beim Checkpoint. Dreh dich um. Da kannst du doch hochklettern. Also hier jetzt nicht mehr. Weiter vorne. Na also. Ja, hier kannst du wieder hoch, ne? Gut, alles klar bei uns. Gut. Ich bin mal gespannt, ob er dann die Unidad auf unserer... Oh. Markier den halt. Scharfschütze im Turm. Auf unsere Seite kommt. Das wäre natürlich übelst lustig. Das würde ich wirklich ein bisschen feiern. Dreh dich um. Nicht gesehen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich sehe einen Unidad-Offizier. Vielleicht weiß er, wo Bowman steckt. 15 Hombres. Den Server muss ich wirklich erschießen. Sehe einen Soldaten, er ist allein. Sag mir wo. Dicht am Container. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Markiere Feind. Drohne fliegt. Die Drohne ist hin, wir haben einen Jammer. Das ist halt die Frage mit den Snipern, ne? Also wie gut sind sie? Na gut, der fällt jetzt weg. Das ist natürlich praktisch für uns.
Was? Die Nummer 2 bitte. Fertigkeitspunkte haben wir zwar mehr als genug. Wir haben, glaube ich, 52 oder so. Oder hatten wir bis vor kurzem. Wo geht er denn jetzt hin? Da kommen auf jeden Fall jetzt zwei Leute zu uns. Oder doch nicht zu uns. Aha. Wieso blinken die? Der ist jetzt im Haus da vorne. Okay, machen wir erstmal das da. Brauchen wir zwar nicht, aber... egal, jetzt schon mal hier ist. Geht der hin? Wenn er wieder zu uns kommt, dann können wir ja hier warten. Sich immer so kacke. Dammit. Der da stört jetzt extrem. Ich muss die töten. Ich hab keine Wahl. Grübel, grübel, grübel. Wieso musste der jetzt wieder herfahren? Das ist... der geht jetzt nach oben. Hier hin.
Wenn ich den jetzt da oben erschieße, dann sieht es der Sniper und der da hinten. Ah, gruselig, gruselig. Der geht jetzt immer weiter weg, oder? Ah, wenn wir die alle schon erschossen hätten, wären wir jetzt schon weiter. Okay, ich versuch's jetzt nochmal, wenn er jetzt zu uns kommt, dann will ich es nochmal probieren. Wenn wir das nicht schaffen, ohne entdeckt zu werden, dann ja, werden wir alle nach und nach ausschalten. Hauptsache, wir schaffen es, nicht bemerkt zu werden. Ich glaube, jetzt macht er wieder seine große Runde und dann kommt er wieder hier hin und dann geht er wieder dahin. Das Problem ist natürlich auch, dass wir den ja nicht einfach so hier verhören können, ne? Ich glaube, hier ist schon eine ganz gute Position. Ich glaube nicht, dass die uns hier sehen. Jetzt geht er da wieder. Ja, jetzt kommt er wieder langsam. Das ist halt die Frage, ob die uns hier sehen. Wenn ja, haben wir ein Problem. Wenn nee, dann ist alles gut. Die Musik, ne? Oh, jetzt komm mal her. Das wäre natürlich hammergeil, wenn wir den verhören. Unbemerkt, dann gehen wir unbemerkt in den Bunker rein. Sprechen mit dem Hauptmann oder mit dem General. Und der macht Frieden mit uns. Und dann gehen wir raus. Und ja, die bekommen gesagt, dass sie uns in Ruhe lassen soll. Und dann checken die gar nicht, woher wir dann kommen. Ja? Das wäre lustig. Aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wie es in im Untergrund ist, ob wir da wirklich auch leise hinkommen oder nicht. Ich mach mal Ablenkungsköder. Jetzt kommen die zwei wieder. Der ist die ganze Zeit in diesem Haus drin. Aber da, ne, da haben wir vorhin auch geschaut. Da kamen dann zwei oder drei Leute rein. Also ist das auch nicht so ein guter Ort, um ein Verhör zu starten. So, jetzt kommt er, oder? Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben. Ja, was glaubst du, was ich gerade mache? Ja, der geht wieder zur Seite. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir das nächste Mal den zu uns kommen lassen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye.